Ja, ganz herzlichen Dank für diese drei sehr freundlichen und inspirierenden Grußworte. Jetzt geht es weiter mit einem Vortrag von uns dreien, wie Sie es im Programm vermerkt bekommen haben, und wir wechseln uns ein bisschen ab. So schön und genial dieses Gebäude ist, so schwierig ist es jetzt tatsächlich bei Helligkeit die PowerPoint-Präsentation zu sehen. Das haben wir tatsächlich auch nicht bedacht. Meistens sind die Vorträge eben hier Abend. Wir hoffen noch auf einen ganz starken Gewitterschauer. Der hat dann allerdings den Effekt, dass Sie nichts mehr hören werden, weil es plattert hier auf das wunderschöne Glasdach. Aber ich denke, wir versuchen natürlich mit den Worten, das so anschaulich wie möglich zu machen. Und vieles, seien Sie beruhigt, werden Sie in den nächsten Stunden dann ja noch viel greifbarer bei Reallabor on Stage auch miterleben werden. Wichtig ist, also wenn die Idee unseres Vortrages ist, Ihnen so ein bisschen tatsächlich auch die Entwicklungsgeschichte dieses Reallabores vorzuführen, Ihnen nachvollziehbar zu machen, um dann zu sehen, was haben wir eigentlich jetzt gemacht in dem letzten Jahr und vor allem natürlich ganz, ganz wichtig, was wollen wir noch machen? Ja, dazu haben wir uns natürlich damals schon länger, als es nur ein Jahr zurück ist, intensivst Gedanken gemacht. Wir haben dann einen Antrag, von dem Sie jetzt schon mehrfach gehört haben, mit vielen Beteiligten geschrieben, und wir haben uns jetzt, als wir diesen Vortrag gemeinsam konzipiert haben, in vielen Sitzungen, wie Sie sich vorstellen können, da haben wir dann überlegt, jetzt gucken wir doch mal, was stand eigentlich in diesem Antrag wirklich drin, und haben das über eine Wortzählung einfach gemacht. Das können Sie ja ganz einfach erstellen lassen. Was waren in diesen 30, 40 Seiten Antragtext eigentlich die wichtigsten Begriffe und Worte? Also kein Wunder, natürlich Heidelberg prangt da ganz besonders raus, Reallabor, urban, aber Sie sehen, jetzt kommen eben auch schon viele weitere Begriffe hinzu, Wissensgesellschaft, Stadtentwicklung, die IBA, ein ganz starke Block hier auch, aber eben auch Nachhaltigkeit, Fragen, Innovation und viele inhaltliche Dinge, mit denen wir uns hier befassen wollten, die uns sozusagen vorgeschwebt haben, dass wir sie erforschen wollen. Jetzt, ein Jahr später, schauen wir mal zurück, haben wir diese Dinge überhaupt eingehalten? Stehen die nach wie vor im Mittelpunkt? Waren die das Zentrale? Oder mussten wir uns tatsächlich auch mit anderen Dingen erstmal beschäftigen, bevor wir überhaupt auf diese uns wichtigen Aspekte eingehen können? Und daher unsere Gliederung. Zuerst wollen wir eben einen kurzen Rückblick wagen, wie hat alles begonnen. Dann wollen wir Ihnen vorstellen, was macht dieses Real überhaupt aus, wie ist das Format, woraus besteht es. Um dann im dritten Punkt, soweit Sie ihn erkennen können, die Inhalte an die Teilprojekte einzeln, die inhaltlichen Fragestellungen aufzugreifen und dann eben auf ein ganz großes Thema zu sprechen kommen, das uns eben offensichtlich sehr beschäftigt hat. Wie können wir jetzt diese Forschung mit der Öffentlichkeit verknüpfen? Wie können wir Public Science wirklich auch betreiben? Und das ist ein Thema, das hat mit Kommunikation zu tun. Also wir werden uns im vierten Teil dieses Vortrages mit Kommunikation beschäftigen. Und schließlich dann fragen natürlich, was kommt danach, was kommt in Zukunft, wie gehen wir weiter vor, welche Phase muss noch begonnen werden. Und wir werden uns da gegenseitig ablösen und das gemeinsam vorstellen. Zuerst einmal eben dieser Rückblick hier wäre jetzt eine wunderbare Zeitleiste gewesen, wo Sie sehen können, ich werde die wichtigsten Dinge herausgreifen oder erwähnen auch, wo Sie sehen, 2011 hat das Ganze begonnen, da kam ich erst nach Heidelberg, da gab es bereits eine erste Idee der Zusammenarbeit in Vorbereitung für die IBA, eine Art Strategiepapier, ich denke Herr Meusburger, Herr Glückler waren da auch noch involviert, zusammen eben mit der Stadt, ein Strategiepapier zur Begleitung oder eine Ideensammlung zur Begleitung der IBA, wenn sie nach Heidelberg kommen wird. Sie ist dann 2012 offiziell oder gekommen, schon ein bisschen früher, und hat dann mit ihrer Arbeit begonnen. Und von dort haben wir dann sozusagen die Idee weitergesponnen, haben dann auch eine erste, als ich dann hier war, haben wir überlegt, wie können wir überhaupt das Ganze an der Universität erstmal anfangen. Da haben wir eine Befragung unter Wissenschaftlern hier an der Uni Heidelberg gemacht, sämtlichen Disziplinen, um zu fragen, wer forscht denn überhaupt zum Stadtraum irgendwie, also eben nicht nur aus der Stadtforschung, sondern auch aus der Medizin, in der Biologie und in anderen Fächern, haben da so eine Art Bestandserhebung gehabt mit der Idee, dann ein Netzwerk zu bilden, dass diese Forscherinnen und Forscher zusammen sich vielleicht hier auch in Richtung IBA engagieren. Dort merkten wir dann aber gleich, nicht alle haben das gleiche Interesse und deswegen haben wir, oder den gleichen Drang auch, das jetzt wirklich mit Heidelberg zu verknüpfen, und deswegen haben wir einen runden Tisch begründet, in dem eben Aktive aus der Wissenschaft, aber eben auch schon die IBA, die Stadt
Verwaltung dabei war. Und wir haben diesen runden Tisch begründet und eben gemeinsam überlegt, was können wir ganz systematisch machen, um hier Forschung zu betreiben, für und begleitend die IBA und die Stadt und die Entwicklung hier der Stadt in den nächsten Jahren. Und daraus ist dann eben dieser Antrag entstanden, den wir dann erstmal, da gab es noch gar nicht das Format Reallabor, damit sind wir nach Stuttgart getingelt und haben ihn dort vorgestellt, hatten dort ein sehr spannendes Gespräch. Viele von den heute noch Beteiligten waren ja auch dabei. Ich sehe hier überall nickende Gesichter. Wir wurden sehr nett empfangen. Da war der grüne Minister, der grüne, ein grüner, der Herr Kleiner. Was ist da, welchem Abteilungsleiter dann da drüber? Ja, genau. Ministerialdirektor, der war, hat uns empfangen und er hatte sich, obwohl er, glaube ich, erst ein paar Tage in seiner Funktion war, den Antrag sehr, sehr intensiv gelesen und tatsächlich ganz gute Fragen gestellt und gesagt, ja, das klingt ganz, ganz spannend, ich würde noch in diese Richtung vielleicht ein bisschen weitergehen, aber, und bleiben Sie dran. Wir haben aber jetzt kein, wir können Sie ja nicht mal eben so einfach Ihnen ein bisschen Geld geben, wir können Sie nicht so fordern, aber ich kann Ihnen versprechen, da ist was in der Mache. Ja, also wir werden, also gibt eventuell Ende des Jahres ein Ausschreibungsformat, wo Sie dann sich nochmal einbringen können auch. Und dann haben wir halt in der Zeit auch weiter die Anregungen aufgenommen, haben ein Barcamp zur Bürgerpartizipation gestartet, das sehr, sehr gut rezipiert auch wurde und haben das Konzeptpapier weiterentwickelt, haben beim IBA-Labor, der ersten großen Tagung quasi der IBA hier, dann gemeinsam auch ein Konzeptpapier, ein ganz konkretes vorgestellt und daraus ist dann eben dieser Antrag für das Reallabor geworden, als nämlich dann im Herbst eben die Reallabore oder im Winter ausgeschrieben wurden und wir dann eben, wie Sie ja gehört haben, dabei sein durften. Ja, und da wären wir jetzt sozusagen bei hier 2015 angelangt. Da war so die Startphase, 1. Januar 2015. Sie sehen, falls Sie es erkennen können, hier ein schönes Bild, wo Frau Bauer auch in der Mitte steht. Das ist die Auftaktveranstaltung oder die Baden-Württemberg Labs, die zum ersten Mal sich öffentlich auch in Stuttgart präsentierten. Und von dort haben wir dann viele weitere Initiativen gestartet, die wir jetzt zum Teil ganz höhepunktartig Ihnen auch vorstellen werden, weil Sie damit erkennen, was ist eigentlich die Arbeit in den letzten gut einem Jahr gewesen, welche Projekte und welche Themen wurden hier aufgegriffen. Lassen Sie mich an einer Stelle noch Punkte zu dem theoretischen, wissenschaftlichen Kontext vielleicht sagen. Wir werden ihn dann nachher nochmal aufgreifen. Es geht ja im Grunde, wenn man es verortet, um zwei große Themen. Einmal um Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung und zum anderen um die Herausforderungen der Wissensgesellschaft. Das verbinden wir hier, aber wenn man es in die wissenschaftliche Debatte einordnet, hätten wir diese beiden Bereiche. Nachhaltigkeit ein großes Thema seit vielen Jahren, mit denen sich Geografen und viele andere Disziplinen beschäftigen. Und wo eben dann, wenn man es dann auf die Stadt herunterbricht mit der lokalen Agenda und anderen Initiativen, weiß, dass das ganz viele Themen umfasst. Ja, da geht es um Anforderungen der Stadt an die Zukunft. Ja, im Bereich Wohnen, im Bereich Arbeiten, im Bereich Bildung selbstverständlich, aber eben auch Umweltgerechtigkeit, Energiewende, sozialer Ausgleich. All das sind Themen, die eigentlich unter dem großen Begriff der Nachhaltigkeit in der Stadt diskutiert werden. Es geht darum, eine lebenswerte Stadt zu gestalten für heute und für zukünftige Generationen. Und darüber, wissen Sie, gehen die Meinungen auseinander. Da sind die Ideen wahrscheinlich sehr groß. Aber wie kann man das jetzt umsetzen und wie kann man das dann vor allem im Kontext eben unserer Gesellschaft, die sich als Wissensgesellschaft bezeichnet, wie kann man das sozusagen auch nutzen und umsetzen? Und da sind in Heidelberg vor allem auch die Konversionsflächen, die hier zur Verfügung stehen, auch ein Eldorado im Grunde für neue städtebauliche Ideen und Initiativen. Zu dem Kontext Wissensgesellschaft, auch da gibt es in verschiedenen Disziplinen viel Forschung zu Anstieg der Wissensökonomie. Das Wissen wird zur Ware, zum eigenen Gut. Und wo aber, und das ist wieder unser Anknüpfungspunkt, wo wird es sozusagen entwickelt? Eben in den Städten. Städte als die zentrale Orte des Übergangs der Transformation von der Industrie in die Wissensgesellschaft. Hier werden sozusagen die Ideen generiert durch eine Dichte von Akteuren, die sich hier versammeln in verschiedensten Kontexten und die dann sozusagen neue Wissen produzieren und generieren, Ideen verbreiten. Man sagt ja auch, der Neoliberalismus zum Beispiel wäre in der City of London eben in diesem engen Finanzdistrikt entwickelt worden und hat von dort eben dann seine globale Verbreitung auch gefunden. Städte sind also Zentren der Innovation, der Kreativität.
Sie werden deswegen auch in dieser Richtung gefördert. Also die moderne Stadtpolitik, Stadtentwicklung geht eben in die Richtung, diese kreativen Zentren zu fördern, eben Flächen dafür zur Verfügung zu stellen. Wie können die aussehen? Wem nützen sie? Wer hat Zugang? Das sind eben die Fragen, die wir dabei diskutieren wollen. Auch die Bürger, das Right to the City ist hier ein großer Kontext, Veränderung der Urban Governance. Und abschließend vielleicht oder zusammenfassend für diesen Bereich eine Reurbanisierung, eine Aufwertung des städtischen von und durch Wissen. Das ist so ein bisschen vielleicht in ganz kurz Form zusammengefasst, was wir hier beobachten und im Grunde weiter erforschen wollen. Wir haben hier das Format, eben jetzt waren die inhaltliche der Rückblick und jetzt geht es um das Format. Also warum dann ein Reallabor? Es ist jetzt schon so oft gefallen, deswegen mache ich das ganz bewusst kurz. Sie sehen hier eben nicht mehr nur so einen Baukasten, sondern eine Stadt, die ein sehr komplexes Gebilde auch ist. Wir nehmen aber eben dieses Format Reallabor, weil wir meinen oder weil es eben sich anbietet, die Merkmale hier auch zusammenzufügen, also die Einbeziehung von Praxispartnern, die Vielfalt der Akteure, ein offener, transparenter Forschungsprozess, Ergebnis offen, angewandte Forschung, öffentliche Wissenschaft, Public Science und auch ein wichtiges Schlagwort, das wir noch weiter auch füllen werden, Co-Design, Co-Produktion von Wissen, also nicht mehr nur von Top-Down, sondern Bottom-Up-Prozesse. Das sind sozusagen ganz allgemein gesprochen die Merkmale eines Reallabors, wie Forschung in Reallaboren stattfinden kann und wie das in Heidelberg aussieht. Das erzählt Ihnen jetzt Edita Marquardt. Ein solches Reallabor, was so viele verschiedene Partner involviert, hat natürlich ein sehr komplexes Setting. Und wir haben das mal versucht, in so einem Schaubild darzustellen. Man muss auch sagen, alle Reallabore haben ein ähnlich komplexes Setting, aber auch sehr unterschiedlich. Bei uns sieht es so aus, was man hier sieht, die Zusammenarbeit mit IBA und Stadt Heidelberg ist sehr wichtig. Mit denen wir transdisziplinär arbeiten. Wir arbeiten aber auch interdisziplinär, was man da sieht, wenn man darauf schaut, welche Disziplinen der Universität beteiligt sind. Geografie, Geoinformatik, Soziologie, Diakoniewissenschaft, Gerontologie, das Zentrum für soziale Investitionen und Innovation, das sind alles Disziplinen, die bei uns beteiligt sind. Außerdem haben wir uns zusätzliche wissenschaftliche Expertise hereingeholt ins Reallabor mit dem IFOI, Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg und auch dem Städtebauinstitut in Stuttgart. Und sehr wichtig sind in einem Reallabor auch die weiteren Praxispartner. Die sind vor allem in den Teilprojekten verankert und also diese können sich auch verändern. Die sind nicht unbedingt vom ersten Tag des Reallabors bis zum letzten immer dieselben Partner. Hier können sich je nach Bedarf auch wieder neue Partnerschaften ergeben. Und zum Beispiel Freiarchitekten aus Freiburg sind wichtige Partner. Die Stadtwerke Heidelberg sind dabei oder auch die Volkshochschule Heidelberg. Des Weiteren geht es auch darum, Bürgerinnen und Bürger in den Forschungsprozess einzubeziehen oder auch Expertise von weiteren Experten in unser Reallabor hereinzuholen. Für so viele Partner und Akteure bedarf es natürlich auch einer Stelle, die diese Partner und Akteure zusammenbringt. Und somit haben wir als Herz des Ganzen ein Urban Office begründet. Das haben wir hier auch extra so schön in die Mitte gemalt. Und dieses Urban Office befindet sich an der Schnittstelle zwischen IBA, Universität, Stadt und Bürgerschaft. Und das wird auch deutlich an der Verortung des Urban Office. Gerade ganz am Anfang war das sehr wichtig für uns, dass das Urban Office einen Arbeitsplatz im Kreimberg-Palais hatte und dort wirklich ganz dicht am Stadtplanungsamt, an der Stadtentwicklung dran war. Inzwischen gibt es auch ein weiteres Büro an der Universität bei uns im Geografischen Institut. Das Urban Office hat zum einen eine organisatorische Aufgabe, die Teilprojekte zu betreuen, zu koordinieren und zu managen, aber ganz wichtig auch die wissenschaftliche Aufgabe. Es geht eben darum, die Forschung zu vernetzen. Es sollen nicht einzelne Teilprojekte bearbeitet werden, die bis zum Ende nebeneinander herlaufen, sondern diese Teilprojekte sollen zusammengebracht werden. Es soll einem
wissenschaftlicher Mehrwert über diese einzelnen Projekte hinaus entstehen. Und ebenso wichtig, schon angesprochen, die Transdisziplinarität. Hier geht es eben nicht nur darum, unsere Forschungsergebnisse zu den Partnern zu transferieren oder in die Öffentlichkeit hinein, sondern es geht auch darum, diese Partner in den Forschungsprozess zu involvieren und auch deren Expertise mitzubekommen. Ja, in dem ganzen Prozess, Sie haben gesehen, das Thema nachhaltige Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft ist ja ein Riesenthema, und in gemeinsamen Gesprächen kann man wirklich als Co-Produktion, Co-Designing bezeichnen, haben wir uns für 4 Aspekte dieses Themas entschieden, die wir in 4 Teilprojekten bearbeiten. Diese 4 Teilprojekte werden jeweils von einer anderen Disziplin geleitet. Teilprojekt 1 aus der Geografie, Transformation von Stadtteilen durch neue Wissensorte. Teilprojekt 2 ist ein diakoniewissenschaftliches Projekt und in Zusammenarbeit mit der Gerontologie, innovative Partizipationsstrukturen und nachhaltige Wohnkonzepte angesichts des demografischen Wandels. Ein soziologisches Projekt ist das Teilprojekt 3. Hier geht es um die Bedeutung von Netzwerken relevanter Wissensakteure. Und im Teilprojekt 4 aus der Geoinformatik geht es um neue Methoden der Bürgerbeteiligung durch interaktive Stadtplanung im Web 2.0 am Beispiel der Energiewende. Also auch nochmal ein ganz neuer Aspekt für Nachhaltigkeitsforschung, der Energiewende hereingeholt. Diese Teilprojekte sind im Stadtraum ganz unterschiedlich verortet, und wie man hier eigentlich sehen soll, das ist schlecht zu erkennen, sind alle diese Teilprojekte mit realen Projekten auf Heidelberger Konversionsflächen verbunden. Also man sieht unten diese 5 dunklen Flächen, das sind militärische Konversionsflächen. Oben diese hellere Fläche, das ist die Bahnstadt, ein ehemaliges Bahngelände, was wo im Moment sehr stark gebaut wird, wo auch schon ein großer Teil fertiggestellt ist. Und unsere Teilprojekte befassen sich eben in unterschiedlicher Weise mit Projekten auf diesen Konversionsflächen. Teilprojekt 1 zum Beispiel befasst sich mit, also untersucht ja die Transformation von Stadtteilen und befasst sich mit Konversionsflächen, mit verschiedenen Konversionsflächen in Rohrbach und Kirchheim und auch der Bahnstadt. Und im Mittelpunkt stehen IBA-Projekte. Das Teilprojekt 2 hingegen hat ein ganz konkretes Bauprojekt oben in der Bahnstadt. Teilprojekt 3, ebenfalls ein ganz konkretes Projekt in der Bahnstadt, was untersucht wird. Auch ein IBA-Projekt, B hoch 3, Gadamer Platz, Bildung, Betreuung und Begegnung. Und das Teilprojekt 4 befasst sich mit einem Zukunfts- und Wissensspeicher Energie und Technik im Pfaffengrund. Das ist ganz in der Nähe der Bahnstadt, auch eine Konversionsfläche, aber der Heidelberger Stadtwerke. Jetzt will ich ganz kurz zu den einzelnen Teilprojekten etwas sagen, und das muss hier leider so kurz bleiben. Mehr Informationen, wie gesagt, ab 18 Uhr in unserer Ausstellung, und da sind auch die Bearbeiter aus den Teilprojekten da, die dann gerne ihre Fragen beantworten. Das Teilprojekt 1, hier geht es darum, Prozesse und Wissensakteure auf den verschiedenen Konversionsflächen zu erforschen, zu verfolgen, was dort passiert, aber eben nicht nur um Prozesse und Akteure, sondern es geht auch darum, welche Erwartungen sind mit diesen Konversionsflächen verbunden. Einmal von diesen Akteuren, die dort versuchen, etwas Neues zu beginnen und diese Konversionsflächen für sich zu nutzen, aber auch hinsichtlich der Erwartungen der Bewohnerinnen der angrenzenden Stadtteile. Es entsteht, also wichtige Partner hierbei sind IBA und Stadtplanungsamt, und es entsteht eine Dissertation mit dem Arbeitstitel „Dem Kind einen Namen geben über Wissen in der Knowledge Perl Heidelberg“, bearbeitet von Kerstin Fröhlich. Das Teilprojekt 2 aus der Diakoniewissenschaft, das befasst sich ganz konkret mit einem Mehrgenerationenwohnprojekt in der Bahnstadt. Dort entsteht ein großer Gebäudekomplex mit dem Namen Heidelberg Village,
Und dort geht es darum, heterogene Bewohnerschaften zusammenzubekommen in diesem Gebäudekomplex. Und diese sollen aber nicht nur nebeneinander herwohnen, sondern es sollen aktive Nachbarschaften entstehen. Und dieser Prozess wird wissenschaftlich begleitet. Ein Kernpunkt ist zum Beispiel auch die Eingliederung einer Demenz-WG in dieses Wohnprojekt. Also hier ein relativ neuer Ansatz und ein ganz spannendes Projekt. Hier wird vor allem mit den Freiarchitekten zusammengearbeitet. Das Teilprojekt 3, hier geht es um Wissensakteure und deren Vernetzungen, aber auch um Synergien zwischen diesen Wissensakteuren. Und im Mittelpunkt steht ein Stadtteilzentrum, das in der Mitte der Bahnstadt entsteht. In diesem Zentrum werden Grundschule, Kindergarten und Bürgerzentren unter einem Dach sozusagen zusammengebracht. Und es geht nun darum, dass nicht nur einfach drei Einrichtungen unter einem Dach sind, sondern damit das Ganze ein innovatives Projekt ist, geht es auch darum, Zusammenarbeiten zu fördern, Synergieeffekte hervorzubringen. Und das ist auch das Anliegen unseres Forschungsprojektes. Auch hier entsteht eine Dissertation mit dem Arbeitstitel „Der Zusammenhang von Netzwerkpositionen, Wertvorstellungen und Urbanität in der Wissensgesellschaft am Beispiel des BIOCH 3 in der Heidelberger Bahnstadt“. Die wird bearbeitet von Christina Herrmann. Das Teilprojekt 3 wird aber außerdem noch unterstützt durch das Städtebauinstitut in Person von Thorsten Erl, der sich eine ganz andere Seite dieses Projektes anschaut, nämlich den Planungsprozess. Und er bringt, also auf diese Weise kann auch die städtebauliche Expertise in dieses Projekt eingebracht werden. Und diese beiden Forschungsperspektiven ergänzen sich sehr schön. Das Teilprojekt 4 zur Energiewende, das ist ein Projekt der Geoinformatik in Zusammenarbeit mit dem IFOI. Und hier geht es nicht nur darum, Bürgerinnen und Bürger über die Energiewende zu informieren, sie dafür zu sensibilisieren, sondern es geht eben auch darum, Bürger und Bürgerinnen, Nutzer von Energie in den Datengewinnungsprozess einzubeziehen. Dazu soll eine Geoinformatik-Anwendung entwickelt werden, mit der eben Leute einbezogen werden können. Die können da selbst Daten einspeisen. Und es geht aber auf der anderen Seite auch darum, das ist der Ansatz des IFOI, der hier dazukommt, die lokalen Akteure, die im Bereich Energiewende in Heidelberg unterwegs sind, miteinander zu vernetzen und deren Wissen zu nutzen. Denn diese Expertise ist vorhanden und muss nicht alles neu in dem Projekt erarbeitet werden. So, jetzt wissen Sie einiges über die Inhalte. Jetzt geht es ja darum, wie wird das Ganze wirklich auch als Reallabor weiterentwickelt und gelebt. Und da haben wir sozusagen das große Thema, wie kommuniziert man mit der Öffentlichkeit, wie wird sie involviert. Hier ist ein Ausschnitt aus der Rhein-Neckar-Zeitung, ein jüngster Artikel, der da so sagt, die Heidelberger lieben ihre Uni. Und das ist ein Ergebnis der Bevölkerungsumfrage, die Heidelberg-Studie, die sehr regelmäßig hier in Heidelberg durchgeführt wird, immer wichtige Themen der Stadt behandelt, viel auch darum, wie zufrieden sind wir mit dem Stadtrat und so weiter. Also auch viele politische Fragen, auch mit der Verkehrssituation und Ähnliches. Und wir durften diesmal ein paar Fragen mitformulieren, haben die eben zur Wissensgesellschaft formuliert und genau versucht nachzufragen, wie steht denn nun die Uni oder die Bevölkerung zur Universität? Und wie diese Rhein-Neckar-Zeitung-Artikel sagt, alles gut, die Heidelberger lieben sie, ein umschlagend gutes Ergebnis. Also eigentlich brauchen wir hier gar nicht weiter zu forschen, das hat den Stempel gut beschieden. Das glauben wir natürlich immer erstmal nicht als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Wir haben das ein bisschen versuchen, das jetzt eben zu hinterfragen. Stimmt das überhaupt? Was kann verbessert werden? Denn man hört ja auch manchmal Kritik oder auch Stimmen, die über verschiedene Themen dann auch diskutieren. Wer und wie soll beteiligt werden? Wie verständigen wir uns? Und das haben wir eben ja natürlich als Thema jetzt gemacht und gemerkt, das ist sozusagen erstmal die Hauptaufgabe, hier die verschiedenen Bereiche miteinander reden zu lassen. Und wir stellen Ihnen jetzt unsere Kommunikationsprozesse vor. Das ist wirklich das Hauptthema der letzten Monate. Und wir haben eben erstmal die internen, hier sind ein paar Bilder über die verschiedenen Veranstaltungen, wo wir intern miteinander kommunizieren, von dem runden Tisch. Hatten Sie eben am Anfang schon gehört, den hatte ich genannt.
Und den gibt es heute noch, der hat sich erweitert und ergänzt, aber tagt immer noch regelmäßig, da diskutieren wir sehr viel. Dann gibt es natürlich ein Head of Lab, also ein Direktorium oder Führungsgremium für das Reallabor. Es gibt die Graduiertenzusammenkunft, das Kolloquium, die regelmäßig eben ihre Projekte dann besprechen sollen. Und es gibt noch ein neues Format, das Reallabor Talk, weil auch das haben wir gelernt. Begriffe, klar, Nachhaltigkeit, Governance, Netzwerk und so weiter, kennen wir alle, sind in der Wissenschaft eigentlich auch zum Teil belegt, vielleicht auch kontrovers, aber können definiert werden. Sie meinen aber in der Öffentlichkeit manchmal was ganz anderes oder bei den beteiligten Vertretern aus Stadt und Wirtschaft. Und deswegen haben wir gemerkt, okay, wir müssen Themen, Begriffe auch mal in einem Reallabor-Talk-Format, also diskutieren. Und das war zum Beispiel so eine erste Möglichkeit, das auch zu tun. Als zweites haben wir dann die Kommunikation, die über das Reallabor hinausgeht, also weitere Akteure einzubeziehen. Hier gibt es Teilprojekttreffen, also innerhalb der Projekte. Es gibt aber eben auch darüber Vernetzungen darüber hinaus, den Inhouse-Workshop, den wir gehabt haben, in dem wir ebenfalls 2 Tage lang im Neuenheimer Feld diskutiert haben. Es gab das Barcamp als ein Format, wo wir Bürger mit eingeladen haben und hier versuchen, neue Formen der Bürgerpartizipation auch zu denken und zu diskutieren. Und ein jüngstes Treffen möchte ich noch nennen, das wirklich gerade eigentlich erst im Anfang Mai vonstatten gezogen ist, das aus dem Teilprojekt zur Netzwerkanalyse hervorgegangen ist. Christina Herrmann hat da ganz aktiv gewirbelt und hat versucht, eben zu diesem Projekt am Gardamer Platz, ne, das B3, wo eben verschiedene Bereiche zusammengeschlossen werden, um einen zentralen Platz herum, in einem Gebäude auch. Und hier gibt es verschiedene Ideen, wie soll man diesen Platz gestalten, wer soll dort auch beteiligt werden. Und da hat man Bürgerinnen eingeladen, hat sie in ein Dialogcafé eingeladen und sie an einem Thementischen versammelt. Und 2 spannende Ergebnisse möchte ich hier einfach kundtun. Das eine war, wie unglaublich engagiert die Bürger waren und wie fordernd sie am Schluss dann auch gefragt haben, so, und was wird jetzt daraus? Jetzt haben wir hier einen Tag lang diskutiert, tolle Ideen auch entwickelt. Jetzt würden wir gerne das auch weiterentwickeln. Da haben wir als Wissenschaftlerinnen dann gemerkt, oh je, das ist eigentlich gar nicht normalerweise unsere Aufgabe, jetzt dafür dann sofort Lösungen zu finden. Wir analysieren ja das erstmal nur. Aber wir haben dann eben beschlossen, dass es weitergehen wird, dass es tatsächlich einen weiteren Bürgerinnen-Workshop im Herbst dann auch geben wird, dass es einen Verteiler gibt, wo die Leute sich jetzt dort auch vernetzen können und dass das von uns dann eben auch, oder insbesondere im Teilprojekt, weiter moderiert wird, soweit möglich. 2. Ergebnis. Das war wirklich für uns was ganz Schönes, dass wir gemerkt haben, dass nicht nur dieses eine Projekt mit ihrem einen Thema, sondern eben, weil wir viele Leute haben, die in der Bahnstadt eben jetzt Projekte auch betreiben oder sogar auch oder in der näheren Umgebung, dass eben auch in diesen anderen Projekten, die ja aus ganz anderen Kontexten kamen, ja, also aus diesem demografischen Wandel, Wohnprojekt oder eben Wissensspeicher, Energiewende, dass auch die, weil die Mitarbeiter eben als Moderatoren hier eingesetzt werden, auch die gemerkt haben, Mensch, das sind ganz ähnliche Probleme oder Hürden oder Themen, die wir hier diskutieren müssen. Und gerade dieser Synergieeffekt, das war für uns, wollte ich mal sagen, dann oder für uns, hoffe ich, für alle, die immer dabei waren, auch mal ein echtes Erfolgserlebnis. Okay. Wissenschaft für Nachhaltigkeit ist natürlich auch in der universitären Lehre ein Thema, vielleicht noch nicht überall, aber es wird zu einem großen Thema. Insbesondere dann wird es auch zu einer Herausforderung für alle Beteiligten gleichermaßen, Studierende wie Dozierende, wenn nämlich dann der Anspruch, der in den Reallaboren formuliert ist und der auch eingefordert wird, wir uns einer transformativen Wissenschaft für Nachhaltigkeit widmen müssen. Mit wenig Erfahrung, mit einer gewissen Portion Neugierde sind Ulrike Gerhard und ich dann letzten Herbst, Wintersemester losgestiefelt und haben mal gesagt, okay, wir konfrontieren mal unsere kleine Forschergruppe mit dem Thema, mit dem großen Thema, wo viel drin ist, was man draus macht, muss man sehen, und das sollen unsere Studierenden machen, nämlich genau mit unserem Reallabor-Thema, nachhaltige Stadtentwicklung für die Wissensgesellschaft. Stolper ich sonst selber drüber. Also, wir sind losmarschiert, haben tatsächlich 7 ambitionierte Forscherinnen und Forscher, kleine, die mittlerweile ziemlich groß geworden sind, gefunden und haben erstmal uns ganz in einer ganz klassischen Idee und Art und Weise diesen
Wordings im Titel genähert. Also ganz das, was Sie alle kennen, wenn Sie aus der Wissenschaft kommen oder aus der Schule kommen. Wir hatten dann Diskussion, was ist die Wissensgesellschaft überhaupt? Was ist Nachhaltigkeit? Was ist nachhaltige Stadtentwicklung? Welche epistemologischen Agendas stehen eigentlich dahinter? Wie wird Wissen produziert? Alle diese Themen kamen hoch. Also wir waren die erste Zeit relativ in einem relativ normalen Setting. Allerdings war unsere Anforderung an die kleine Forschergruppe, am 2.3.2016 im Kreimberg und im HCA, wo wir sind, habt ihr irgendwas zu präsentieren. Was? Das könnt ihr in den nächsten zwei Semestern erarbeiten. Und alles das, also ich sage Ihnen nur, sie haben sich gestritten, sie haben sich zusammengerauft, sie haben sich gefunden, wieder auseinanderdividiert, es sind viele Umwege gegangen und haben dann aber zum Schluss sich darauf geeinigt, okay, es geht um Wissensproduktion, wie wird Wissen produziert, welche Rolle spielt eigentlich in der Wissensgesellschaft der öffentliche Raum, was ist eigentlich mit der Transtopie, also die Transiträume, die vielleicht auf einmal in der Wissenschaft, die bisher immer links liegen gelassen worden sind, die auf einmal in der Wissensgesellschaft zu den Räumen werden könnten. Und jetzt kommt's. Transformative Wissenschaft. Wie könnten wir eigentlich diese Prozesse als Forscher, die normalerweise im Drohnenflug über gesellschaftliche Prozesse hinwegfliegen und diese nur beschreiben, uns da einmischen? Der Worte sind genug getan. Ich lasse die kleinen Forscherinnen agieren, sprechen. Die können das nämlich viel besser erzählen. Und ich kann Ihnen eins sagen, vermissen Sie nicht die Präsentation nachher im Kreimberg on Stage. Film ab! Unser Projekt Wissen to Go ist aus einem Projektseminar zur nachhaltigen Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft hervorgegangen, das neue Formen des Wissensaustausches im Raum als Vordergrund hat. Ja, in unserem Projekt haben wir zwei Ebenen. Die Ebene 1, darunter verstanden wir die kollektive Erschaffung von unseren mobilen Lernorten, die jetzt heute hier stehen. Die Ebene 2 ist in unserem Fall die prozessbegleitende Forschung, also unser Monitoring, was allerdings nicht heißt, dass die eine Ebene weniger wert ist als die andere. Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene beziehen wir auch Hegemonie und Diskurstheorien mit ein, die sagen, dass einerseits gesellschaftlich verfestigte Strukturen durch konfliktbehaftete Prozesse der Aushandlung entstehen und auch durch die vorübergehende Festlegung bzw. Fixierung von Bedeutungen. Und so haben wir dann zum Beispiel mit den Urban Gardenern und so weiter zusammengearbeitet und diese tollen Stücke kreiert. Ihr habt das Horn gehört, es fängt an. Herzlich willkommen zu unserer urbanen Intervention, zu unserem Grand Opening des Projektes Wissen to Go. Normalerweise ist es bei uns häufig im Forschungsprojekt so, dass wir einfach ins Feld gehen und jemanden beobachten und das dann quasi dokumentieren. Und wir brauchen jetzt zwei Ebenen, weil wir selbst noch in dem Prozess mit tätig sind und wir uns selbst quasi auch noch mit beobachten müssen. Deswegen haben wir zwei Ebenen. Und genau das möchten wir eben dann auch im Zuge der Einjahresfeier vom Urban Office, vom Reallabor am 2.3. Juni vorstellen mit dem Thema eben nachhaltige Stadtentwicklung und sind gespannt, inwieweit ihr oder auch noch weitere Akteure eben dann die Wege nutzt und inwieweit dann unsere Idee vielleicht noch in einem größeren Rahmen umsetzbar ist. Ja. In einem weiteren studentischen Projekt ging es noch einmal um die Frage nach Wissensproduktion, Wissensgesellschaft und die Funktion oder die Revitalisierung für die Wissensgesellschaft vom öffentlichen Raum. Wie gehen wir eigentlich mit Stadtentwicklung für eine
Gesellschaft des Wissens, der Wissensproduzierenden, der Wissensarbeiter um? Brauchen wir die gleiche Stadtentwicklungsplanung, die gleiche Räume? Was sind Wissensorte? Ein Wording oder eine Begrifflichkeit, die eben wie viele andere Begrifflichkeiten, Ulrike Gerhardt hat ja schon darauf hingewiesen, von uns allen verwendet wird, aber jeder hat eine andere Vorstellung darum. Also es geht vor allen Dingen immer wieder um diese Verknüpfung öffentlicher Raum, Wissenschaft, Wissensproduktion. Da hatten wir das große Glück, dass unser Partner, die IBA, den Wettbewerb IBA Lokal 2015, Dein Ort, Dein Blick, Deine Stadt anders sehen. Also es geht um Perspektivenwechsel, es geht um vertraute Konventionen, Muster, Denk- und Handlungsroutinen zu durchbrechen, zu reflektieren, diese zu durchbrechen und einmal diesen Perspektivenwechsel tatsächlich zu vollziehen, um eben diese Frage zu beantworten, öffentlicher Raum und Wissen und Wissensproduktion und Wissensgesellschaft. Gute Orte, schlechte Orte, Wahrnehmungen und Identitäten in der Stadt. War das Geländepraktikum, was Kollege Gino Meyer mit einigen Studierenden aufgelegt hat. Auch wieder hier natürlich ganz klassische Methoden, wie wir sie kennen aus der Geografie im Geländepraktikum, aber natürlich auch mit neuen Formaten, um überhaupt diesen Perspektivenwechsel zu bekommen, ins Feld gegangen ist. Herauskam eben Wissen durch Warten, Wait and Know, und das war, wie ich gesagt habe, ein Wettbewerb, den die IBA ausgelobt hat für die Jüngeren hier in der Stadt Heidelberg, und die Studierenden gehören natürlich noch zu den Jüngeren und haben mit diesem Projekt Wissen durch Warten, Wait and Know den zweiten Platz gemacht. Also Bushaltestellen doch einmal anders zu bespielen, als wir es bisher tun, und da natürlich von hochqualifiziertem Wissen bis zu Alltagswissen, auch das ist eine Frage, die uns permanent beschäftigt. Wo wird Wissen überhaupt produziert? Ist es nur noch in den universitären Einrichtungen? Ist es in den schulischen Einrichtungen? Oder sind wir nicht an einem Punkt angekommen, wo Wissen genau im öffentlichen Raum durch Aushandlungsprozesse produziert wird? Nächste Form der Kommunikation, die Social Media. Und da haben wir festgestellt, dass Facebook möglicherweise auch ein unumgängliches Medium ist, das man tatsächlich auch für die Wissenschaft nutzen kann. Also man muss dazu sagen, dass ja viele möglicherweise keine Facebook-Nutzer sind, hier unter vielleicht der älteren Generation, keine Ahnung, zu der wir uns dazu zählen. Also wir sind jeweils alle drei keine Facebook-Nutzerinnen und haben uns eigentlich auch mehr oder weniger dagegen gesträubt, aber gemerkt, dass das möglicherweise tatsächlich doch ein sehr wichtiger Kanal auch ist, in dem man ein viel größeres Publikum erreicht, mit möglicherweise auch weniger Aufwand. Die Kunst ist jetzt natürlich, sich nicht auf die Twitter-Language einzulassen und maximal, ich weiß nicht, wie viele Worte nur sagen zu dürfen, sondern eben tatsächlich auch Beiträge, die wissenschaftlich sind, aber eben anschlussfähig und dann auch interaktiv genutzt, angeklickt, kommentiert werden dürfen. Und wir waren erstaunt, wie viel Rücklauf tatsächlich dieser Film zum Teil 800 Anklicke bekommen hat. Und wir sind sozusagen tatsächlich dabei, diesen Kanal dann auch tatsächlich auch mit den Studierenden zusammen dann weiter auszubauen und mit solchen Informationen zu bestücken. Und das Schöne war, es sprechen mich nur ein Beispiel dann jetzt Studierende an, oh, da gibt es doch so ein tolles Reallabor in Heidelberg. Das wusste ich ja gar nicht. Ich habe da auf Facebook von gelesen. Die sitzt in meiner Lehrveranstaltung seit vielen Wochen. Ich habe es mindestens in jedem ab und zu zumindest mal erwähnt. Wo es aber sozusagen hängen bleibt und ankommt, ist vor allem über Facebook. Und das ist schön, und deswegen werden wir das auch weiter gemeinsam bestücken und auch nutzen. Andere Formate von Vorträgen natürlich, aber auch ungewöhnlichere Formate. Es gab eine Wissensshow, urbane Visionen, die hier wie eine Fernsehshow in Heidelberg abgehalten wurde, in der wir mitgemacht haben. Es gibt einen Science Slam hier in der neuen Uni-Aula. Schon das dritte Mal in Folge, wo wir auch uns beteiligen werden. Und es gibt natürlich die Nachhaltigkeitstage in Baden-Württemberg, Vorträge und andere Möglichkeiten, das Wissen sozusagen jetzt noch weiter auch in die Runde zu tragen. Eine weitere Ebene des Outreach ist natürlich auch die Vernetzung mit anderen Reallaboren. Denn, wie Sie gehört haben, gibt es in Baden-Württemberg mehrere davon. Und da gibt es verschiedene Formate auf Landesebene. Also auch das Ministerium fördert diesen Austausch, indem wir mit anderen Reallaboren auch über
Probleme, Herausforderungen diskutieren können, denn es geht auch darum, dieses Format Reallabor vorwärts zu bringen und zu schauen, was kann es für Wissenschaft der Zukunft bringen. Und es gibt natürlich auch einen bilateralen Austausch zwischen den Reallaboren. Also man fährt mal zu den anderen, guckt, was treiben die denn, guckt sich das vor Ort an. Und deshalb freuen wir uns auch, dass jetzt auch Vertreter anderer Reallabore hier sind und hier teilnehmen. Es gibt inzwischen auch zwei neue Reallabore in Heidelberg aus der zweiten Ausschreibungsrunde. Auch das sei erwähnt. Stadtraumbildung ist eines davon von der SRH und der PH Heidelberg. Und auch da gibt es Verflechtungen, nämlich durch Thorsten Erl. Und das zweite Reallabor zum Thema Asylsuchende in der Rhein-Neckar-Region. Auch hier sind wir beteiligt. Zum einen durch Georg Mildenberger, der das Querschnittsprojekt in diesem Reallabor leitet, und Christina West, die dort ein Teilprojekt leitet zu dezentralem Wohnen für Asylsuchende. Zukunft. Verhältnisse, Verhinderungen, Potenziale für Gesellschaft, insbesondere natürlich für die Wissenschaft, ist, was uns interessiert. Die Reallabore, die Barview Labs, sind ein Format, was sich erst einmal an die Wissenschaft wendet. Sich zu bewegen, sich umzuorientieren. Ein Jahr Urban Office, wir haben Ihnen vorgestellt, was wir gemacht haben. Wir haben es geschafft, dass unsere Teilprojekte einigermaßen rund laufen, dass wir uns an das Störfeuer, das uns permanent in irgendeiner Form wieder vor neue Herausforderungen bringt, haben wir uns mittlerweile auch schon fast gewöhnt und haben gelernt, diese kreative Umdeutung zu machen mit diesem Störfeuer und nicht frustriert zu sein. Was kommt aber als Nächstes? Was heißt eigentlich nachhaltige Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft? Wir haben herausgefunden, wir benutzen diese Begrifflichkeit aber so richtig klar, also was es jetzt konkret ist, da müssen wir nochmal ran. Die Ausdifferenzierungen, die Feinheiten, wie kann Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit denn dann erreicht werden unter solch einem Paradigma oder unter solch einer Idee? Was bedeutet das für die Akteure weiterhin? Deshalb werden wir die Teilprojektebene nicht verlassen, aber wir werden uns jetzt in der nächsten Phase viel stärker diesen großen Fragen und damit auf die übergeordnete Ebene, auf den Schirm, auf das Reallabor als Ganzes werden wir bewegen. Und damit geht es um Reflexionen über Theorien, Formate, Modelle, Übertragbarkeit, Bewertungs- und Evaluationsraster müssen geschafft werden. Das ist auch ein politischer Auftrag vom Fördergeber, vom Mittelgeber. Politische Prozesse, das werden nach wie vor eine große Rolle spielen, und Kommunikationsstrukturen, wie wir sie geschafft haben, haben wir auch gelernt, sind nicht bleiben, sondern müssen permanent wieder reformuliert, neu aufgesetzt werden. Und die IBA, unser Partner, den wir lieb gewonnen haben, aber der uns als sofort wieder, wenn wir uns gerade mal ein bisschen wohlfühlen, für eine neue Herausforderung stellt, möchte die Theorie des Städtebaus in der Wissensgesellschaft in der Zukunft entwickeln, und damit ist eine neue Begleitforschung notwendig, und auch da werden wir natürlich weiterhin in Aushandlungsprozessen mit unserem Partner sein. Noch weiter Zukunft. Wir bewegen uns also in diesem Feld, ganz kurz, ich werde nicht da in die Tiefen gehen, wir bewegen uns zwischen dem gedachten Raum, den Vorstellungen von der idealen Stadt, und wir haben es weiterhin mit der gebauten Stadt, also wenn wir die Idealvorstellung der Stadt, was wir wie gesagt nicht wissen in der Wissensgesellschaft, um was es geht, bauen, realisieren, und dann eben die Menschen, die diese Stadt jeden Tag nutzen, in diesem gebauten, realisierten Raum sich in irgendeiner Form und Art und Weise bewegen. Und es geht natürlich um Aushandlungsprozesse, es geht um Kommunikationsprozesse, und da geht es natürlich auch um Machtverhältnisse, es geht um Interessen, es geht um Ressourcen. Das ist dieses Feld, das wird von Ihnen die meisten kennen, das wird auch weiterhin unser Feld bleiben, aber mit einer anderen Perspektive, mit der Bereitschaft zum Experimentellen. Nachhaltige Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft, Beiträge zur Theorie und Frage nach Erfolgskriterien von Reallaboren.
Die kompakte Stadt ist eigentlich der Archetyp der europäischen Stadt und gleichzeitig das Paradigma für die nachhaltige Stadt. Die Dimensionen der Nachhaltigkeit sind Ihnen alle bekannt. Ökologie, Ökonomie und das Soziale. Während wir uns aber in den letzten Jahrzehnten, 30, 40 Jahre Nachhaltigkeitsüberlegungen und Forschungen hauptsächlich um ökologische Fragestellungen, also Umweltfragestellungen und ökonomische gekümmert haben, ist die soziale Nachhaltigkeit nach wie vor ein bisschen unterversorgt. Die soziale Nachhaltigkeit wird immer so im Diskurs mitgeführt als die Ermöglichungsdimension von sozialer Gerechtigkeit, von Social Justice. Aber soziale Nachhaltigkeit bis heute wird eigentlich überwiegend als soziale Gleichheit, gleichwertiger Zugang zu Ressourcen konnotiert. Von sozialer Gleichheit, Gerechtigkeit, zu sozialer Gerechtigkeit ist es noch einmal ein Weg. Soziale Nachhaltigkeit steht bis heute eigentlich mehr in der Tradition von Social Engineering, Repairing und Optimierung von sozialen und physisch-materiellen Prozessen, Planungsprozessen. Also das, was wir in der Vergangenheit nicht gut gemacht haben, werden wir mit neuen Grenzwerten, mit Technologien gerade rücken. Da findet keine Veränderung im Denken, im Dafürhalten, im Austauschprozessen, in der Kommunikation statt. Soziale Gerechtigkeit wiederum wird heute im direkten Zusammenhang mit Diversity, mit Partizipation, Demokratie gesetzt, um urbanes Leben nachhaltiger und eben zukunftsfähiger zu gestalten. Und das wird für uns zu einer Aufgabe. Soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit basieren, das wissen wir aus unserem Reallabor, Aushandlungsprozesse, Aushandlungsprozesse, Kommunikationen, Kommunikationen. Deshalb haben wir die Idee, die kulturelle Dimension von Nachhaltigkeit über diese Erkenntnisse weiter zu entwickeln. Nicht integriert in diesen ganzen Diskurs ist aber eigentlich die Kernfrage unseres Reallabors, nämlich die Wissensproduktion in Bezug auf nachhaltige Entwicklung. Wird überhaupt nicht adressiert im Nachhaltigkeitsparadigma. Die Wege und die Routinen der Wissensproduktion an zunehmende Dynamik und Komplexität der Wissensgesellschaft anpassen, ist so mit der Auftrag. Damit kann soziale Gerechtigkeit und kulturelle Nachhaltigkeit als ein Recht auf Produktion von Wissen verstanden wird. Das ist ganz klar, fordert uns einmal mehr dazu auf, mit unseren Kollegen, mit unseren Partnern, mit unseren Studierenden, mit den Bürgern in der Stadt, Stadtentwicklungsparadigmen zu überdenken, neu zu formulieren. Forschungsparadigmen und Forschungsfragen ist ein riesengroßes Thema an die Forschung, neu zu gestalten. Unser Verständnis von Stadtgestalten, dem Urbanen, von Möglichkeitsräumen, von Stadt erforschen, Stadt produzieren, Wissen über die Stadt produzieren, Stadt verstehen, faktische Lösungen schaffen, wird auf die Probe gestellt und braucht neue Lösungen. Und da freue ich mich schon auf den Vortrag nach uns, weil da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte. Damit geht es eigentlich nicht mehr um die Produktion des Urbanen oder um die Produktion von Paradigmen, sondern es geht um die Produktion, Koproduktion von Urbanen, es geht um Koproduktion von Wissen. Und das ist eine neue Kategorie, das ist eine neue Qualität von Herausforderungen. Möglichkeiten, Herausforderungen, Bedenken, Verhinderungen. Manches Mal im Reallabor, und das wissen wir mittlerweile von allen unseren Partnern, Kollegen, im Reallabor von unseren Partnern, Kollegen, Beteiligten, sporadisch dazustoßenden und wieder abhanden kommenden, es gibt viel Frustration, es gibt viele Schwierigkeiten, es gibt viele Verhinderungsmechanismen in allen Systemen, warum man eigentlich das gar nicht erreichen kann, was so einfach gedacht ist, aber sich so schwierig umsetzen lässt. Zusammenarbeit im Reallabor, Wissenschaft trifft Wissenschaft, verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, das ist nicht unbedingt was Neues in der Wissenschaft, dass das schwierig ist. Wissenschaft trifft auf Praxis, auf die Stadt Heidelberg mit ihren Ämtern, mit ihren Personen, auf die IBA, Internationale Bauausstellung Heidelberg, auf Praxispartner und damit auf ganz viele Unsicherheiten, sowohl als auch. Verschiedene Dynamiken, Zeithorizonte, verschiedene Logiken, verschiedene Selbstverständnisse, verschiedene Gewichtungen, individuell und institutionell, verschiedene Unsicherheiten bei den Partnern und mit den Praxispartnern. Im Reallabor gehen einem die Praxispartner so schnell abhanden, so schnell kann man gar nicht gucken und damit ist das Projekt futsch und man muss sich was Neues überlegen. Verschiedene Verhinderungen, Verweigerungen, Blockierungen auf allen Ebenen.
Das bedeutet, es geht um Etablierung von Kommunikation, Vertrauen, Verstehen, Annäherung, Abgrenzung. Ganz wichtiges Thema. Co-Design von Forschungsfragen, Agenden, Formaten, vom B-Forschen zum Miteinander-Forschen. Austausch von Wissen, Co-Produktion, Nachhaltigkeit durch Kommunikation. Die kulturelle Säule der Nachhaltigkeit. Potenziale des Reallabors. Trotzdem überzeugt uns allen das Format Reallabor. Aber bisher ist es ein Testballon. Wenn wir die zunehmende Komplexität von Gesellschaft in der Wissensgesellschaft oder Wissensgesellschaft anerkennen, dann müssen wir eben in die mehr Methoden, Formate, Perspektiven schaffen, um diese Komplexität erkennen zu können, mit dieser arbeiten zu können. Die Subjektivierung der Akteure, sowohl systemisch wie eben auch in den Alltagsroutinen, spielt eine große Rolle. Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit, transformativ, transdisziplinär, alle trans, braucht noch mehr angepasste Theorien, neue Methoden, neue Partnerschaften, Kommunikationsstrukturen, veränderte Planungssysteme, Mechanismen, neue Lehrformate. Und wir fordern deshalb, weil in den Settings, in denen wir bisher arbeiten, kommen wir über die nächsten 3 Jahre. Wenn wir es aber mit der Nachhaltigkeit tatsächlich ernst nehmen, wenn wir sagen, wir wollen eine Transformation der Gesellschaft zu mehr Nachhaltigkeit, müssen wir an allen Positionen ansetzen, in der Wissenschaft, in dem Planungssystem, im politisch-administrativen System und so weiter mehr. Die Reallabore brauchen für uns eine Etablierung an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Sie müssen ausgebaut werden zu konsolidierten Einheiten. Und jetzt kommt leider der Rückschluss. Die konsolidierten Einheiten können aber zum Schluss dann nicht so aussehen, wie die konsolidierten Einheiten heute aussehen. Also eine große Herausforderung. Gleiches würdig, anderes Verständnis. Modellstiftungsprofessoren kennen wir aus den Naturwissenschaften ziemlich gut. Warum auch nicht bei SSH, Social Sciences and Humanities? Finden wir Partner, die solche Professuren viel elaborierter ausbauen, weil sie haben mit der Idee eines Reallabors einen Mehrwert. Oder die Modellbundesprofessur eignet sich hervorragend. Also Weiterführung des Formats, trotz Schwierigkeiten, trotz Hemmnisse. Und zum Schluss, zentrale Begriffe. Links, so haben wir gestartet. Heidelberg ist natürlich nach wie vor immer noch unser Zentrum. Aber Sie sehen schon hier Reallabor. Wir reden viel mehr, wir schreiben viel mehr über das Reallabor. Hier noch ein kleinerer Faktor, hier ein größerer. Die Universität, die Wissensgesellschaft ist interessanterweise im letzten Jahr ein bisschen in den Hintergrund gerückt und dergleichen mehr. Sie sehen also, wir haben gearbeitet, wir haben unsere Perspektiven, unsere Paradigmen ein bisschen verschoben, wir diskutieren auf einer anderen Ebene. Wenn Sie jetzt Fragen haben, Anmerkungen, Kritik, stehen wir gern bereit dafür. Vielen Dank.